Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. G7-Gipfel in Hiroshima. Zentrales Thema des Treffens ist der Ukraine-Krieg. Es sollen weitere Sanktionen gegen Russland verhängt werden. Zudem fordern sie einen vollständigen und bedingungslosen Abzug der russischen Truppen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj will zu dem Treffen anreisen. Gipfel der Arabischen Liga in Saudi-Arabien. Nach gut einem Jahrzehnt der Isolation nimmt auch Syriens Präsident Assad wieder teil. Syriens Mitgliedschaft war 2011 ausgesetzt worden, weil Assads Regierung Proteste gewaltsam niederschlagen ließ. Überraschend ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj zu dem Treffen gereist. Ampelkoalition einig bei Reform des Einbürgerungsrechts. Grundsätzlich sollen Migranten schneller einen Pass bekommen, bereits nach 5 Jahren Aufenthalt in Deutschland statt wie bislang nach 8 Jahren. Abgelehnt werden sollen Einbürgerungen, wenn Straftaten unter anderem aus antisemitischen oder rassistischen Motiven begangen wurden. Sondierungsgespräche in Bremen. Nach ihrem Sieg bei der Bürgerschaftswahl empfängt die SPD heute die Grünen. Nachmittags trifft sie sich mit der Linkspartei. Bürgermeister Bovenschulte könnte entweder seine rot-grün-rote Koalition fortsetzen oder eine Koalition mit der CDU bilden. Mit ihr will die SPD morgen zusammenkommen. Iran vollstreckt offenbar weitere Todesurteile. Nach Angaben der iranischen Justiz wurden am Morgen 3 Teilnehmer der Proteste gegen die Regierung hingerichtet. Ihnen wurde vorgeworfen, bei Demonstrationen im November Sicherheitskräfte getötet zu haben. Und das Wetter. Morgen teils dichte Wolken, teils Sonne, viel Sonnenschein im Süden, an den Alpen und in der Mitte später einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte 13 bis 25 Grad.